Ich glaube, die Erfahrung, irgendwie nicht erkannt zu werden, das Potenzial, das man in sich trägt, nicht anerkannt zu bekommen, das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die junge Leute heute auch machen. Ich habe tatsächlich beschriftete Behältnisse in meinem Regal. Müsli 1 und Müsli 2 zum Beispiel. Oh, das ist Next Level. Ja, genau. Mit Vito laufe ich eigentlich auch schon länger rum. Der ist schon sehr lange in mir gegärt. Und da war es dann trotzdem so, dass ich da auch noch nicht wusste, wie zeigt sich diese Abgründigkeit, die er in sich hat. Also auch da war es eigentlich so, dass die Figuren sich mit dem Schreiben mir eigentlich offenbart haben. Also klingt jetzt vielleicht so ein bisschen übertrieben und ein bisschen zu mystisch. Aber es war tatsächlich so, dass ich Yasemin zum Beispiel zum ersten Mal vor Augen hatte, als sie diese Straße runtergegangen ist und ihr Mantel so geweht hat. Das ist der Podcast Dichtung und Wahrheit. Ich bin Silke Hohmann und spreche hier mit Autorinnen und Autoren von Suhrkamp und Insel über ihre Dichtung und über ihre Wahrheit. Guten Tag. Ich freue mich sehr, die Bestseller-Autorin Dennis Ode zu begrüßen, mit der ich heute über ihre Arbeit und ihr aktuelles Buch »Ich stelle mich schlafend« sprechen will. Herzlich willkommen, Dennis. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Dennis, du bist 1988 in Frankfurt am Main geboren und du bist in einem Arbeiterviertel in Frankfurt-Sindlingen aufgewachsen. 2011 bist du nach Leipzig gezogen und hast dort Germanistik studiert. Da hast du dann 2018 dein Studium abgeschlossen und lebst seither in Leipzig. Für deinen Debütroman Streulicht, der 2020 auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises stand, wurdest du mit dem Literaturpreis der Jürgen-Ponto-Stiftung ausgezeichnet und dem Aspekte-Literaturpreis 2020. Du sagst, du hattest immer dieses Ziel vor Augen, Schriftstellerin zu werden. Kannst du dich erinnern, wann du das zum ersten Mal gedacht hast? Was war der Auslöser dafür? Meine erste Erinnerung ist eigentlich, glaube ich, geht so mit 4 los, dass ich da schon daran gedacht habe. Und zwar deshalb, weil, also zum Teil meine Mutter hat sehr viel gelesen und ich habe sie immer lesen sehen. Und deswegen haben Bücher irgendwie so eine Faszination auf mich ausgeübt. Und ich habe dann früh angefangen, eigene Geschichten zu erzählen und dann meine Mutter darum gebeten, die aufzuschreiben. Dann habe ich ihr halt meine Geschichten diktiert und sie hat dann so kleine Heftchen daraus gemacht. Also das ist eigentlich meine erste Erinnerung an diesen Wunsch. Wovon handelten die Geschichten? Also das waren halt so Geschichten über Pumuckl und den kleinen Vampir. Ich glaube, heute würde man es Fanfiction nennen, geschrieben. Mit 4 immerhin. Genau. Und eine hieß das grüne Schwein. Also daran kann ich mich auch erinnern. Die habe ich mir, glaube ich, selber ausgedacht. Das ist so interessant, weil Bücher entstehen ja eben fast nie als Auftrag, sondern weil man sich selbst den Auftrag dazu erteilt. Erzähl uns doch mal, wie deine beiden Romane Streulicht und Ich stelle mich schlafend entstanden sind. Ja, also den Auftrag hat mir auf jeden Fall niemand gegeben. Das war dann so mit Ende 20, habe ich dann gemerkt, wenn ich das jetzt wirklich machen will, dann muss ich auch mal vielleicht das machen mit diesem ersten Roman. Und habe dann angefangen rumzuprobieren und bin schon länger mit dieser Idee rumgelaufen, die letztendlich in Ich stelle mich schlafend aufgetaucht ist. Und ich habe das dann versucht und habe aber gemerkt, ich bin irgendwie noch nicht so weit. Ich kann die Geschichte noch nicht so erzählen, wie ich es mir vorstelle. Und dann wollte ich mich auf den Klagenfurter Literaturkurs bewerben und habe dann eigentlich so gedacht, dafür schreibe ich jetzt eine Kurzgeschichte. Und wusste nicht, wo soll ich anfangen, mir fällt nichts ein und so. Und saß dann so in der Bibliothek und dann tauchte plötzlich diese Industrielandschaft aus Streulicht vor meinem inneren Auge auf. Und dann habe ich die beschrieben und bin von da aus mit diesem Ich, was plötzlich aufgetaucht ist, durch diese Industrielandschaft gelaufen und hatte dann so 15 Seiten und dachte so, das ist jetzt die Kurzgeschichte. Die habe ich dann abgeschickt. Aber ich habe gemerkt, ich könnte jetzt eigentlich noch weiterschreiben. Und die andere Geschichte, mit der ich auch schon länger rumgelaufen bin, ist so, ich will eines Tages eine Schulgeschichte schreiben. Das Thema Schule soll irgendwie vorkommen. Und da habe ich dann gemerkt, vor diesem Hintergrund
kann ich diese Schulgeschichte schreiben? Und dann habe ich die Geschichte quasi vorgezogen. Ah, das ist interessant. Das heißt also, chronologisch gesehen war dein zweites Buch, über das wir heute reden werden, nämlich Ich stelle mich schlafend, bereits vor Streulicht angefangen und dann ruhte dann so eine Weile. Du hast damals gedacht, du kannst das noch nicht erzählen. Wie merkt man sowas? Oder was ging dann noch nicht, was dann später doch ging? Ich glaube, ich wusste noch nicht so richtig, wie ich auf so einen Höhepunkt zuschreiben kann. In Ich stelle mich schlafen gibt es eben ein so großes Ereignis, das so unwahrscheinlich eigentlich ist, dass ich im Text vorher schon hätte Spuren legen müssen dahin oder schon irgendwie herleiten müssen, wie es dazu gekommen ist. Und ich habe gemerkt, das schaffe ich irgendwie noch nicht auf die Art, auf die ich das gerne hätte. Aber auch irgendwie toll zu merken, das geht noch nicht. Das ist bestimmt keine schöne Feststellung. Es macht einen bestimmt nicht gerade froh, aber es ist ja im Grunde eigentlich sehr, sehr gut, dass man das Sensorium dafür hat, bevor man sich dann da irgendwie jahrelang drin verkämpft. Nochmal zurück zu Streulicht, das zuerst erschienen ist. Das wurde ausgewählt für die Aktion Frankfurt liest ein Buch. Das ist eine Initiative der Stadt Frankfurt, in der es darum geht, Literatur mit einem lokalen oder einem regionalen Bezug zu fördern und bekannt zu machen und gemeinsam zu diskutieren. Dein Buch spielt ja eben in einem bestimmten Stadtteil von Frankfurt. Wie war das für dich, diese Vorstellung, dass Frankfurt, deine Herkunftsstadt, auf einmal dein Buch liest? Das war wunderschön. Also das ist halt auch so ein merkwürdiger Kreis, der sich da schließt, weil ich tatsächlich so in dem Jahr, in dem ich Frankfurt verlassen habe, stand Wilhelm Genazinos Abschaffel im Mittelpunkt von diesem Festival. Und ich weiß halt noch, wie ich mal vor so einer Fensterscheibe von einem Buchladen stand und das da gesehen habe und so gedacht habe, vielleicht eines Tages, wenn ich meinen großen Frankfurt-Roman schreibe, dann schaffe ich das vielleicht auch irgendwann. Und dass es dann eben direkt mit Streulicht, also mit meinem Debüt, geklappt hat, war halt wunderschön. Und auch, dass so die westlichen Vororte, aus denen ich komme, dass die so im Mittelpunkt standen und plötzlich sich alle interessiert haben für diese Orte, wo mich früher niemand besuchen wollte, weil das immer so weit weg ist und so. Also das fand ich sehr schön. Noch ein letztes Mal kurz Streulicht, das ist ein sehr persönliches Buch. Du machst damit wie viele andere junge deutsche Autorinnen und Autoren und Journalistinnen und Journalisten auf das immer noch sehr weit verbreitete Klassendenken innerhalb der deutschen Gesellschaft aufmerksam, die eigentlich nicht reflektiert, was sie da tut und wie sie agiert und wie sie handelt. Und das ist die Geschichte eines Arbeiterkindes mit einer türkischstämmigen Mutter. Es geht um soziale Herkunft und um Chancenungleichheit. Es geht um Ausgrenzung, um so ein Bildungsversprechen, das eigentlich auch zunächst mal nicht eingelöst wird und um viele Abwertungserfahrungen und dann auch eine Befreiung davon. Der Vater der Ich-Erzählerin hat ihr einen Gesichtsausdruck beigebracht, eine, wie du schreibst, ängstliche Teilnahmslosigkeit, die bewirken soll, dass man mich übersieht. Übersehen zu werden ist etwas ganz Schreckliches. Glaubst du, dass es bereits eine neue, jüngere Generation gibt, die möglicherweise mit diesen Ungerechtigkeiten und diesen Abwertungen anders umgeht und sich selbst auch gegen eine Unsichtbarkeit wehrt und sich da neue Wege bahnt? Also das kann ich nicht so richtig beurteilen, weil ich jetzt nicht so täglich mit jungen Leuten zu tun habe. Aber ich habe während Frankfurt liest ein Buch in sehr vielen Schulen gelesen tatsächlich und mit sehr vielen jungen Leuten gesprochen, die leider teilweise so mir gesagt haben, ich bin so froh, dass jemand mal meine Geschichte aufgeschrieben hat. Also ich glaube, die Erfahrung irgendwie nicht erkannt zu werden, das Potenzial, das man in sich trägt, nicht anerkannt zu bekommen, das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die junge Leute heute auch machen und die jetzt so vom Prinzip her, glaube ich, auch nichts ist, was man jetzt irgendwie abschaffen könnte oder so. Aber strukturell gesehen, glaube ich, passiert das schon noch, weil letztendlich hat sich ja auch an dem Schulsystem gar nichts verändert seitdem. Du hast eine große Beobachtungsgabe, gerade für Feinheiten, für kleine Abweichungen von der sogenannten Norm. Du kannst so, wie ich finde, auch in Ich stelle mich schlafend ganz präzise solche Szenarien entstehen lassen und dann in ihnen lesen oder du lässt uns in ihnen lesen. Da spielen solche Sachen wie gehortete Verpackungen oder herumstehendes Geschirr eine Rolle, das nicht abgewaschen wurde. Und das sind
so Details und man riecht und hört und spürt eigentlich, dass hinter diesen kleinen Kapitulationen im Alltag oftmals ein größeres Drama steht. Wie recherchierst du zu solchen Phänomenen? Ja, das ist irgendwie schwierig. Es kommt meistens so eins zum anderen. Also mir fallen schon im Alltag einfach sehr viele Details auf. Mich interessieren auch Details. Also und ich nehme sehr viel gleichzeitig wahr und merke mir das auch alles. Und ich weiß manchmal nicht, wieso habe ich mir jetzt diesen Zettel, der auf dem Boden lag oder so, warum taucht er mir als Bild immer noch auf? Und dann sind das irgendwie so, ich schreibe mich dann zum Beispiel zu dieser Hortungsgeschichte, da schreibe ich mich irgendwie selber hin. Also ich bin ja mit dieser Erzählerin durch den Ort gegangen und dann in das Haus und dann war es da sehr unordentlich. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist irgendwie ein interessantes Motiv. Und dann habe ich diese Unordnung eben ausgeweitet in so ein Messi-Syndrom letztendlich. Und von dort aus habe ich dann die Recherche gemacht. Also das sind mehr so organische Schritte, die sich irgendwie ergeben dabei. In Ich stelle mich schlafen gibt es das in Anklängen auch. Also so diese Merkmale, hier ist eigentlich eine Schieflage. Aber auch umgekehrt ein extrem großer Ordnungswille, wo man versucht irgendwie die durch manisches Bügeln irgendwie die Welt in Ordnung zu halten oder durch exaktes Aufeinanderstapeln der gebügelten Wäsche. Wie streng bist du denn in dieser Beziehung hinsichtlich Ordnung und so weiter zu dir selbst? Eher so der Typ Müsli steht offen rum oder der Typ beschriftetes, verschlossenes Behältnis im Regal? Ich habe tatsächlich beschriftete Behältnisse im Regal. Müsli 1 und Müsli 2 zum Beispiel. Oh, das ist Next Level. Ja, genau. Also ich glaube, ich bin so Mittel. Mir ist es schon wichtig, dass es sauber ist und ordentlich. Aber ich werfe auch meine Klamotten auf den Boden. Also ich würde mich in so einem gesunden Mittelfeld verorten, denke ich mal. Ja, es ist ja auch tatsächlich so, dass in der Art, wie du es erzählst, die Dinge, wie du auch eben schon sagtest, du legst Spuren, die heißen erstmal noch nichts, die sind erstmal nur so da und am Ende ergibt sich dann das gesamte Bild bis hin zu diesem großen Höhepunkt in Ich stelle mich schlafend. Die Geschichte der Protagonisten Yasemin und Vito reicht bis in ihre Jugend zurück. Beide wachsen im selben Hochhauskomplex auf und Yasemin verliebt sich mit 13 in den 3 Jahre älteren Nachbarsjungen. Durch einen Liebeszauber will sie Vito für sich gewinnen. Die beiden werden ein Paar und haben eigentlich eine relativ... ja, irgendwie so eine typische, bisschen unschuldig, bisschen doch schon so bestimmte Strukturen bilden sich schon ab, aber so eine kleine Teenager-Beziehung. Und nach einem Sanatoriumsaufenthalt, wo ihre Skoliose behandelt werden muss, geht Yasemin aus verschiedenen Gründen zu ihm auf Distanz. Einerseits aus Scham über ihren Körper, aber dann gibt es auch diffuse andere Gründe. Erst 20 Jahre später, als ihr Leben eigentlich ganz erfüllt ist und sie eine intakte Beziehung pflegt, begegnen sich die beiden erneut und Yasemin hält dieses späte Aufflammen dieser Jugendliebe für Schicksal. Und dann zeigt Vito eine sehr bedrohliche Innenwelt und wird zur Gefahr. Ich stelle mich schlafend, das ist eigentlich eine sehr eindrückliche Geschichte von ganz fein verwobenen und sich entwickelnden komplexen Beziehungen zwischen verschiedenen Freundinnen, also auch sozusagen Gleichgesinnten der Hauptfigur, zwischen Eltern und Kindern, der Protagonistin und ihrem Vermieter, zwischen Nachbarn untereinander. Und fast alle diese Beziehungen haben etwas Vertragtes, irgendwo ist immer eine kleine Schieflage. Wie hast du deine Personen entwickelt und um was ging es dir hauptsächlich? Da muss ich jetzt kurz nachdenken. Weil ich muss irgendwie selber mich fragen, wie habe ich die eigentlich entwickelt? Also auch da war es eigentlich so, dass die Figuren sich mit dem Schreiben mir eigentlich offenbart haben. Also klingt jetzt vielleicht so ein bisschen übertrieben aber, und ein bisschen zu mystisch. Aber es war tatsächlich so, dass ich Yasemin zum Beispiel zum ersten Mal vor Augen hatte, als sie diese Straße runtergegangen ist und ihr Mantel so geweht hat. Und ich so dachte, das sieht ja aus wie so eine Hexe oder irgendwie ein Vampir oder irgendwie so eine mythologische Figur. Und dann hatte ich eben diese Übernachtungsparty, das war eigentlich die erste Szene, die ich geschrieben habe. Und von der Art, wie sie sich dort benommen hat, habe ich sie dann eigentlich weiterentwickelt. Und es war dann auch zuerst eine
Verkleidungsparty sollte das erst sein, um diese Hexenhaftigkeit zu betonen. Das habe ich dann wieder gestrichen. Also so war das eigentlich so ein stetiges Ausprobieren. Und Vito, mit Vito laufe ich eigentlich auch schon länger rum. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Also der ist schon sehr lange in mir gegärt. Und der war eigentlich einfacher, weil ich den schon so eher vor Augen hatte. Und da war es dann trotzdem so, dass ich da auch noch nicht wusste, wie zeigt sich diese Abgründigkeit, die er in sich hat. Und wie schreibe ich die so, dass sie nichts übertrieben Abnormales ist, sondern etwas sehr Nahbares irgendwie auch. So eine zwielichtige Person, der man vielleicht zuerst nicht ansieht, zu was sie fähig ist oder was sie antreibt. Mhm. Also der Beginn der Geschichte ist ja eigentlich so eine Teenager-Liebe. Als Teenager hat man Liebe ja zunächst mal eigentlich so, außer die Eltern vor Augen, aber die Liebe, die man dann vielleicht anstrebt oder von der man sich ganz viel verspricht oder die man glaubt, selber erfüllen zu müssen oder auf die man wartet, die kommt ja meistens eigentlich aus Popsongs oder aus Filmen. Und das ist dann so der Sehnsuchtsort, an den man sich wünscht und dann versucht man das herzustellen und dadurch ergeben sich dann wieder neue Situationen, die nicht unbedingt von Vorteil sein müssen, wie in dieser Geschichte. Glaubst du, diese Idee von Liebe ist ein Missverständnis? Also das glaube ich schon und vor allem Yasemins Sehnsucht ist ja auch eine total rosarot gefärbte. Also das ist ja wirklich, sie ist ja wirklich sehr dramatisch und das wollte ich auch eigentlich darstellen. Also diese Teenager oder Preteen-Art, wie man sich Liebe vorstellt und vor allem diese Idee auch von einem Retter, der einen irgendwie glücklich macht und die ganze Dramatik dabei, die auch, also finde ich, in dem Alter im Nachhinein einfach was total Witziges hat auch. Und deswegen wollte ich auch eigentlich so das Humorvolle daran zeigen, wie sie dann zum Beispiel in ihrem Zimmer sitzt und eine Zeichnung von ihm macht und dann so irgendwelche Popsongs vor sich her singt. Also das zu zeigen, war mir wichtig und ja, gleichzeitig eben, dass diese Idee bestehen bleibt und eigentlich sie nicht verlässt, auch im Erwachsenenalter. Und sie dann denkt, diese aufflammenden Gefühle, die sie wieder hat, wenn sie Vito wieder sieht, dass das quasi das Zeichen dafür ist, dass das richtig ist und dass das der Wahre ist und der Mr. Right und so. Sie schafft es am Ende aber doch, sich zu befreien aus dieser Illusion und aus dieser Abhängigkeit und auch aus einem dann doch sehr lange einstudierten Verhalten, das sie eigentlich ihr ganz Leben lang hat. Du hast ein kluges und dichtes Porträt einer Frau geschaffen, die sich aus dieser emotionalen Abhängigkeit wirklich befreien kann. Das ist die Rekonstruktion eines versuchten Femizids. Jeden Tag gibt es in Deutschland einen polizeilich registrierten Tötungsversuch an einer Frau. Jeden Tag tatsächlich. Und fast jeden dritten Tag stirbt eine Frau durch die Hand ihres Partners oder Ex-Partners. Ja, und dabei bleibt Gewalt von Männern gegen Frauen oft verborgen. Die Dunkelziffer vermisster und schwer verletzter Frauen kennt niemand. Die Partner oder Ex-Partner, Väter oder Brüder hegen Besitzansprüche tatsächlich gegenüber Frauen und Mädchen. Eine Untersuchung der britischen Forscherin Jane Monckton-Smith von 2020 hat 372 Fälle analysiert, in denen Frauen durch ihre Partner getötet worden waren. Sie verweist auf die Dynamik von Macht und Kontrolle in den Geschlechterbeziehungen. Ihre Analyse sagt, dass Femizide in einem oftmals sehr langen Prozess eingebettet sind und keinesfalls Affekttaten wie diese sogenannten Beziehungstaten vermeintlich. Das ist eine Entwicklung, die auf ein Ereignis zusteuert. Und auf die Entscheidung, die Frau, die sich aus der Kontrolle des Täters entziehen möchte, zu töten. Dass Vito so jemand sein könnte, das denken wir beim Lesen nicht von Anfang an. Erst rückblickend setzen wir die Anzeichen dafür zusammen. Hast du diesen Vito auch optisch schon so richtig vor Augen gehabt? Und hattest du auch das Ende beim Beginn des Schreibens schon im Sinn? Ja, das Ende hatte ich tatsächlich die ganze Zeit. Also das war das, mit dem ich so 10, 15 Jahre rumgelaufen bin. Also da war ich mir sicher, dass das passieren wird. Vito selbst optisch hatte ich am Anfang ganz anders vor Augen. Und das war auch eben, der hat sich so entwickelt aus einem Wechselspiel mit Yasemin. Weil ich dann Yasemin als so eine große Frau beschrieben habe, musste Vito größer sein. Und
Und dann hat er ja diese Eigenart, die Schultern so nach vorne zu recken und so einen Buckel zu machen, wenn er irgendwie unzufrieden ist oder gekränkt. Und das war auch etwas, was ich erst so in den letzten 2 Jahren über Vito herausgefunden habe. Und das sind dann auch eben solche Beobachtungen, die einfließen. Also ich habe das mal bei jemandem gesehen, dass er die Schultern so nach vorne nimmt, der sonst nichts mit diesem Vito-Charakter zu tun hat natürlich. Aber das war so eine Einzelheit, die ich so aufgeschnappt habe und die ich ihm dann so gegeben habe. Das ist eigentlich auch eine der wenigen Eigenschaften, wo man in ihm lesen könnte. Ansonsten ist er sehr undurchsichtig. Mhm. Er ist sehr schön, er sieht sehr gut aus, er hat ein sehr ebenmäßiges Gesicht, ja, und schöne Augen. Aber er verschwindet eigentlich komplett hinter einer totalen, na, Schweigsamkeit nicht, aber er lässt nichts raus. Er hat Andy Warhol als Vorbild, der ja auch nichts rausgelassen hat, mhm, und legendär nichtssagende Interviews gegeben hat. Und Kurt Cobain als so eine Art Märtyrerfigur, mhm, die aber angebetet wurde von den Massen. Und das sind so seine beiden Idole vielleicht. Also die auch damit zu tun hat, dass also sowohl Kurt Cobain und auch Andy Warhol natürlich auch Stars waren. Also er ist auch jemand, der gerne bewundert werden will. Als Yasemin nach ihrer Kur auf Abstand geht, kommt Vito mit der Zurückweisung überhaupt nicht zurecht. Und auch 20 Jahre später, als die beiden eben wieder eine Beziehung beginnen, drangsaliert er sie so, dass sie spürt, sie muss jetzt eine Grenze ziehen. Das fällt ihr unendlich schwer, denn ständig kommen ihre Schuldgefühle in die Quere. Diese Schuldgefühle kommen irgendwo ganz anders her. Die beziehen sich gar nicht unbedingt auf Vito direkt. Ich möchte dazu kurz aus dem Buch vorlesen. Sie hat Vito gerade mitgeteilt, dass er leider jetzt gehen müsse. Es tue ihr leid. Sie identifiziert dann aber auch dieses sich entschuldigen als ihr großes Problem. Sich hingeben, wenn sie es eigentlich nicht wollte, sich anbiedern, sich die Berührung eines Menschen wünschen, damit er ihr nicht den Willen brach, sie beugte ihn sich selbst. Sie war so trainiert darauf, dass sie beim kleinsten Anflug einer Nötigung schon nachgab. Verhalten, unauffällig, freundlich. Wie viele Männer hatte sie nur geküsst, weil sie ihr leid taten? Mit wie vielen geschlafen aus Hilfsbereitschaft? Wie viele hatten sich ihren Kuss erschlichen, weil sie nach dem ersten Nein nicht von ihr abließen? Sie mussten bloß neben ihr stehen bleiben in gefährlicher Nähe, so dass ihre Körperwärme noch zu spüren war. Sie mussten nur in dieser Haltung abwarten, die Anspannung so unangenehm werden lassen, wortlos ihre Forderung stellen, mit einem vorwurfsvollen Schweigen, bis Yasemin sich entschuldigte, indem sie sich vorbeugte und ihren Willensbruch selbst erledigte. Ein Kuss, mit dem sie sich selbst verriet. Ihr ganzes Liebesleben war ein einziges Stockholm-Syndrom. Das Verkennen und das Nichtrealisieren von menschenverachtenden, gefährlichen und manipulierenden Situationen mündet eben oft in dieser sogenannten häuslichen Gewalt. Wie tragen gesellschaftliche Einstellungen zur Verbreitung von dieser Misogynie und dieser Verachtung bei? Ja, ich glaube, es ist vor allem auch so ein Missverständnis darüber, wie solche Dinge entstehen und wie sich Betroffene in der Situation verhalten. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so schwierig, sexuelle Übergriffe, bei der die Person eben vielleicht nur einmal Nein gesagt hat, sich darauf zu konzentrieren, dass sie nicht weiterhin Nein gesagt hat. Also so, wie es Yasemin eben auch beschrieben hat. Und ich glaube, das trägt dazu bei, dass wir eigentlich nicht wissen, wie solche Situationen eigentlich ablaufen. Also wir haben halt vor Augen, ein Unbekannter springt aus dem Gebüsch und dann schreit man laut, aber meistens sind das eben, wie gesagt, Leute, die man kennt und die man mag und bei denen sich, bis es dazu kommt, alles in so einer merkwürdigen Grauzone abspielt, die ich eben versucht habe, hier zu beschreiben in dem Text. Ja, man würde so gerne einen Punkt identifizieren können, an dem man sagt, okay, und hier ist es jetzt nicht mehr okay. Mhm. Und das ist ungeheuer schwer, diese Grauzone mal scharf zu stellen und genau hinzugucken. Yasemin erfährt Zugriffe auf sich und auf ihren Körper schon sehr früh. Nichts davon hätte man jetzt aber irgendwie als schweren Missbrauch ahnden, mhm, können. Es sind kleine Begebenheiten, mal im medizinischen Kontext, wo sie untersucht wird und eingegipst wird, mal so ganz verdruckst in der Bahn, da ist sie noch ein Kind, ganz schwer zu fassen, auch für sie selbst. War das jetzt wirklich so, hat er seine Hand auf meinem Bein gehabt?
du hast diese Übergriffe wirklich sehr präzise in diese unkonkrete Zone von Tätlichkeit platziert, in der Mädchen und Frauen sich wirklich sehr oft wiederfinden und in der sie sich schwer wehren können und auch nicht fliehen können, weil eben nicht klar ist, liegt überhaupt was vor und was liegt denn vor? In deinem Buch erwähnst du die Flight-or-Fight-Theorie. Mhm. Das ist die menschliche Neigung, unter Bedrängnis oder unter Stress entweder anzugreifen oder zu fliehen. Die wird ja auch in Coachings oder in Kommunikationstrainings herangezogen. Fight or flight, entweder gehst du in die Konfrontation oder du vermeidest sie. Und du hast was ganz Interessantes gemacht und die Erweiterung fawn eingebaut. Das ist ein englisches Verb, das Einschmeicheln. Fight, flight or fawn. Schmeichle dich ein, verwandle dich vom Gegner zum Komplizen, sei besonders ungefährlich, damit du nicht attackiert wirst. Wie bist du auf diese Erweiterung der Fight-or-Flight-Theorie gekommen? Da habe ich tatsächlich drüber gelesen. Also ich habe mich natürlich, als ich wusste, dass ich mich mit diesem Thema beschäftige in dem Text, habe ich natürlich was über diesen ganzen Komplex Femizid und häusliche Gewalt gelesen und ich habe dann eben bin auf diesen Begriff Fawn gestoßen. Ich glaube, der kommt auch aus der Trauma-Forschung, ich bin mir nicht ganz sicher. Und das fand ich ein sehr interessantes Phänomen. Also das ist eigentlich, dass man komplett das Gegenteil macht von dem, was man selber möchte. Und so ist ja auch letztendlich, was Yasemin im Nachhinein auch solche riesigen Schwierigkeiten macht, dass sie das Gefühl hat, sie hat ihren eigenen Willen gebrochen. Und da spreche ich einerseits diese verschobene Schuld an, die viele Leute, die sowas erleben, mit sich rumtragen. Also dass sie überzeugt davon sind, sie sind selber schuld. Und gleichzeitig das sehr reale eigene Verhalten, das irgendwie in der Hinsicht so ein Gefühl hervorruft, sich selbst verraten zu haben. Eigentlich eine schreckliche Spirale aus. Also man lässt sich auf etwas ein, das man nicht will und fühlt sich dann auch noch dafür schuldig. Weil auch Yasemin sagt, sie arbeitet eigentlich ihr ganzes Leben lang so eine Art Schuld ab, die sie als Empfängerin von Übergriffen empfindet. Mhm. Das ist eigentlich eine furchtbare, ausweglose Situation. Vito kontrolliert Yasemin ja ganz massiv. Er manipuliert sie, er engt sie mehr und mehr ein. Er entpuppt sich sogar als der Weirdo, der dann in der Tiefgarage auf Yasemin wartet. Und diese Abwärtsspirale, die geht ziemlich tief runter, bis hin zu quasi schon im gesundheitsschädlichen Zustand, in dem sie sich dann irgendwann befindet, weil er sie einfach nicht mehr schlafen lässt. Trotzdem gelingt es Yasemin, sich irgendwann zu befreien an einem bestimmten wichtigen Punkt. Woher kommt ja diese Stärke dazu? Also ein Auslöser war auf jeden Fall ihre ehemalige Freundin Immaculata. Das war eine Kindheitsfreundin, mit der sie auch in jüngeren Jahren, als sie mit Vito zusammengekommen ist, viel zu tun hatte. Diese Freundschaft hat sich aber auseinanderentwickelt, als die beiden älter wurden. Und in der Gegenwart sieht sie plötzlich überall in der Stadt Vermisstenanzeigen von Immaculata. Und ihr ist genau das passiert, was ich vorhin angesprochen habe, also sie ist auf einen unbekannten Mann gestoßen, der sie letztendlich umgebracht hat. Und dieses vor Augen führen einer Person, die sie dann quasi auch wie so eine Art Spiegelbild sieht, ist auf jeden Fall einer der Auslöser, warum sie denkt, das könnte mir auch passieren und ich befinde mich gerade in einer gefährlichen Situation. Wohingegen vorher alle so Ermahnungen, auch von Lydia zum Beispiel, die ja eigentlich die ganze Zeit gesagt hat, der Typ ist irgendwie komisch, lass das mal und so. Also das ist alles, diese rationale Ebene, das ist nicht zu ihr durchgedrungen. Und wo sie die Stärke findet, ist einerseits sich selbst, also zu merken, ich will das nicht eigentlich. Und dann auch aber diese Rückbesinnung auf diese ganze Spiritualität, die sie so im Laufe ihres Lebens sich geschaffen hat. Also diese Rückbesinnung auf den Atem zum Beispiel ist sehr wichtig. Und dieses Betrachten des Atems als wie so eine universelle Lebenskraft. Und das ist eigentlich das, was ihr dann die Kraft gibt, diesen Schritt zu gehen. Glaubst du, es gibt so ein Selbsterhaltungsmomentum, das in jedem eingebaut ist? Ich glaube schon, ja. Also ich glaube, jeder hat irgendwie diese Stelle in sich.
Und ihre Freundin Lydia, zu der sie eigentlich so, es ist so zwischen Freundin und mütterlicher Freundin, ne? Sie ist so ein bisschen, Lydia ist, glaube ich, ein bisschen älter und sie ist so eine lebensweise Figur, die ja zwar auch lauter gecrashte Beziehungen aneinander reiht, wie Perlen auf der Schnur, aber eigentlich sich dessen auch bewusst ist und damit eigentlich ein ganz okayes Leben so führt. Die sagt dann irgendwann auch zu Yasemin, du warst durch diese Verliebtheit so wie, wie jemand, der auf Drogen ist. Das war wie eine Sucht. Es gibt da diese ganz klaren, auch ja, ich glaube auch wirklich belegbaren, ja, chemischen Prozesse letzten Endes, auf die man so Verliebtheit auch runterkürzen könnte. Was natürlich auch eine krasse Entzauberung ist. Ist so, ja, braucht es diese Entzauberung? Hilft es Entzaubern von Liebe, um sich aus diesen misslichen Situationen zu befreien? Entzauberung als Heilmittel sozusagen? Also mich hat eher interessiert, dass dieser Zustand des Verliebtseins, wenn man in dem selber drin ist, ja schon merkt, man ist irgendwie, man fühlt sich ganz anders und man macht auch Dinge, die man normalerweise nicht machen würde. Und diese chemische Komponente dabei fand ich interessant, dass es eigentlich so eine Art Kontrollverlust ist und fand so den Grusel des Verliebtseins eigentlich das, was ich beschreiben wollte. Also, dass man irgendwie nicht mehr Herr seiner Sinne ist und dass das eigentlich ein selbst vom Körper selbst induzierter Zustand ist, bei dem man eben auch nicht mehr so richtig in der Lage ist, seinen eigenen Willen zu erkennen. Ich habe gerade noch ein Interview mit einem Suchtforscher gelesen, hat gesagt, Sucht ist eine Mischung aus Zwang und Kontrollverlust. Da musste ich wieder an, an dich und dein Buch denken und so dieser Abgleich dieser ganzen Komponenten, die sind tatsächlich, ja, es ist sehr vergleichbar, es ist auch sehr aufschlussreich, das mal so runterzukochen, was da eigentlich los ist. Ja, und ich finde es aber eigentlich gar nicht so entzaubernd, sondern ich finde es bei all dem Gruseligen, was es so an sich hat, finde ich es irgendwie auch erleichternd, weil wenn man in dieser Situation drin ist, denkt man ja, das geht nie vorbei, man wird denjenigen nie vergessen und so, aber das stimmt halt nicht, das hört einfach wieder auf. Ja, bei unserer Protagonistin Yasemin, die übrigens auch eine sehr liebenswerte und eigentlich sehr freundliche und ans Leben und an die Menschen glaubende Person ist, so habe ich sie zumindest kennengelernt. Sie leidet an Skoliose. Sie hat eine schiefe Wirbelsäule, die zu einer Fehlhaltung führt, so eine seitliche Verdrehung. Das ist ein Haltungsschaden. Du hast dir diese Krankheit oder ja diesen Zustand für sie ausgesucht. Für was steht die Skoliose für dich? Wieso hast du das ausgewählt? Also ich hatte ganz zu Anfang, wollte ich mich gern mit Mystik beschäftigen und mit mittelalterlichen Mystikerinnen. Und ich hatte erst die Idee, dass es irgendwie, weil ja auch die Zeit so eine große Rolle im Roman eigentlich spielt, dass es irgendwie eine Figur in der Vergangenheit gibt, die in so einem Frauenkloster lebt. Und dann habe ich aber gemerkt, das ist irgendwie uninteressant, das passt jetzt auch irgendwie gar nicht da rein. Und dann habe ich gemerkt, dass, also ich habe selber Skoliose und habe diese Übungen gemacht als Jugendliche und fand die immer schon irgendwie ästhetisch total interessant und fand immer, die haben so was Mystisches. Und dann habe ich eben diesen Einfall gehabt, was ist, wenn ich dieses Sanatorium als so eine Art Klosteraufenthalt für Yasemin aufschreibe. Und sie macht ja dort irgendwie so eine Art Exerzitien und sie hat dort auch so Schweigezeit letztendlich, weil sie da irgendwie so alleine ist und nicht mit einer Freundin dort unterwegs ist oder so. Und also ich habe dann halt die Skoliose als mystisches Motiv umgedeutet und fand das sehr interessant. Und dann halt eben auch dieses Bild vom Korsett, in dem sie dann steckt, diese Berührung, die sie über sich ergehen lassen muss im medizinischen Kontext. Und so ein Plastikkorsett ist ja eigentlich auch ein total starkes Bild. Also, dass ich dann auf die Idee gekommen bin, hat mich wirklich sehr erleichtert. Ja, darin manifestieren sich eigentlich ganz, ganz, ganz viele Aspekte. Skoliose ist ja auch auf eine Art eine Schieflage im übertragenen Sinne. Jetzt bei Yasemin, für mich zumindest, kam das so rüber, dass ich in dieser Nicht-Zentriertheit auch gleichzeitig ihre große Unsicherheit widerspiegelt. Sie versucht ihr Leben eben mit spirituellen oder mystischen Erfahrungen auch so ein bisschen zu
ja, wie soll man sagen, zu punktieren oder zu gucken, wo ist Bedeutung. Und das sind ganz alltägliche Beobachtungen, die sie macht, aber schon allein, dass sie Dinge beobachtet, lädt sie dann wieder auf mit einer, ja, mit einem, wie ein Zauber oder so. Es kann in den leeren Gängen des Hochhauses sein oder im Schwimmbad von ihrer Wasserballgruppe auf der Kur oder eben im Behandlungszimmer ihrer Nachbarin Lydia, die ein Kosmetikstudio hat und die ihr mit Fruchtsäure die alte Haut vom Gesicht schält. So bedrückend das einerseits ist, hat es dir auch Spaß gemacht, dich wieder in diese Phase von dieser Teenage-Zauberei und diesen Wunderglauben zu begeben? Ja, auf jeden Fall. Also ich mit diesen, vor allem mit diesem Liebeszauber, den Yasemin da vollführt, da bin ich natürlich total so ein typischer nostalgischer Millennial, der sich eben an diese ganze Ära von Charmed und so erinnert. Und ich erzählst du ganz kurz, was das ist? Ach so. Charmed war so eine Fernsehserie, bei der es um drei Schwestern ging, die Hexen sind. Und das hat irgendwie auch so einen Hype ausgelöst. In so Mädchenmagazinen tauchten dann so Liebeszauber auf. Und das war irgendwie total in, sich damit zu beschäftigen. Ja, und dieses Motiv aufzugreifen, was ja eben auch irgendwie so eine Art so was Kindisches hat irgendwie, sich in sein Zimmer zu setzen und irgendwelche Formeln vor sich hinzusprechen. Und drumherum ist eigentlich so, sind so die Plüschtiere und so. Aber gleichzeitig eben diese sehr, also diese lange Tradition, die man so mit Hexen und Frauen verbindet. Also dass es eben auch darum geht, so eine Art Selbstwirksamkeit dabei zu empfinden. Und das war das, was mich daran interessiert hat. Also, dass es auch darum geht, so albern das Ganze manchmal anmutet, dass das etwas ist, worauf sie sich zurückberufen kann. Auch in der Situation mit Vito, dass sie so ihren eigenen Willen, der eine Kraft hat, sich daran erinnern kann. Kannst du uns ganz kurz einen Liebeszauber verraten, der wirklich hilft? Ja, ich glaube, das funktioniert nicht wirklich. Ach so. Also leider... Also leider glaube ich, das, was daran funktioniert, ist, dass man eine Intention hat und die sich vorsagt und sie quasi sich selber klar macht. Und dann muss man aber selber auch irgendwas machen. Also ich glaube, es ist eher so, was daran wirkt, ist dann vielleicht so die Erwartungshaltung und die Art, wie man dann selber in der Welt handelt. Aber ich glaube nicht wirklich, dass, oder ich hoffe, man holt sich nicht wirklich irgendwelche Geister damit ins Kinderzimmer. War Harry Potter kam dann erst danach, oder? Harry Potter kam doch 1999 raus. Das war davor, glaube ich, ja. Aber ich war nie so ein Harry Potter-Fan. Das hat mir irgendwie nicht gefallen. Ja, ich habe irgendwie so die Theorie, dass jede Generation von Kindern und Jugendlichen so diese eine große Erzählung hat, an der sie dann irgendwie so ihrem Märchen, ja, so angefangen von hier vom alten Karl May über Star Wars, über Harry Potter oder eben auch Charmed. Mhm. Oder was ist das bei dir? Also meine Erzählung, aber das ist dann eher so eine Kindheitserzählung, also meine Lieblingserzählung war Der kleine Vampir. Also, und die hat auch etwas sehr Mystisches und etwas sehr so Nächtliches und Halbweltliches. Also das war was mich schon immer fasziniert hat. Also das würde ich so als meine Lieblingserzählung bezeichnen. Der kleine Vampir Rüdiger, der nachts an das Fenster von seinem menschlichen kleinen Freund fliegt, dessen Namen habe ich vergessen. Anton. Anton, stimmt. Und wohnt Anton nicht auch in einem Hochhaus? Ich glaube schon, ja. Ich glaube auch. Dennis, damit sind wir leider schon wieder am Ende des Gesprächs, aber noch nicht am Ende des Podcasts. Es gibt noch eine Anekdote, die uns Dennis Ode jetzt erzählen wird. Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, müsst wie immer raten, ob diese Anekdote wahr ist oder erfunden. Wer es weiß, der schickt uns bitte eine E-Mail an podcast@surkamp.de. Schreibt uns, was ihr glaubt, Wahrheit oder Dichtung. Bitte denkt dran, in die Betreffzeile dieser E-Mail zu schreiben, auf welche Folge ihr euch bezieht. Unter den richtigen Antworten verlosen wir 3 Exemplare des Romans »Ich stelle mich schlafend« von Dennis Ode. Dennis, was ist deine Geschichte? Meine Geschichte ist, dass ich mit Anfang 20 mal auf Grundlage einer Durchsage bei Rewe eine Punkband gegründet habe. Also ich stand mit einem Freund an der Kasse bei Rewe und wir haben uns gerade Sterni gekauft. Sterni, was ist das? Sternburg Bier aus Leipzig. Und dann hat die Kassiererin ein Bier zu viel über die
also eine Flasche zweimal über die Kasse gezogen. Und dann hat sie ausgerufen, Storno bitte. Und dann beim Rausgehen habe ich so zu ihm gesagt, Storno, das klingt irgendwie wie ein cooler Punkband-Name. Und dann meinte er so, ja, lass mal machen. Und dann sind wir ein paar Tage später in seinen Proberaum und haben dann so die ersten Songs geschrieben. Und ich würde sagen, da sind schon ein paar Hits entstanden. Ich habe die Texte dann dazu geschrieben und gesungen, also eher irgendwie so geschrien. Und der erste Song hieß Storno bei Rewe, ein Bier zu viel. Und dann gab es auch noch einen Text, der vielleicht so schon voraus ein Foreshadowing war auf ein Motiv in meinem neuen Roman. Und da ging eine Strophe, ich habe auf die Tarotkarten gekotzt, jetzt liegen sie da, no future. Gibt es diese Lieder irgendwo? Das müssen Sie, das müsst ihr jetzt rausfinden. Dichtung oder Wahrheit? An dieser Stelle noch der Hinweis, dass wir in den Shownotes wie immer Buchtipps auflisten, die sehr gut zu dem neuen Roman von Dennis Ode passen. Vielen Dank für dieses Gespräch, Dennis Ode. Schön, dass du hier warst. Ich danke. Das war es auch von mir. Ich möchte an dieser Stelle wie immer noch darauf hinweisen, dass ich mich freue, wenn ihr den Podcast abonniert und uns eine Bewertung dalasst. Alles Gute und tschüss. Dichtung und Wahrheit ist ein Podcast der Verlage Suhrkamp und Insel, produziert von Bosepark Productions.